Sag bloß, du drehst hier auch nur Däumchen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Kisten schleppen, alle möglichen Viecher fangen. Aber es ist fraglich, ob wir tatsächlich nützlich waren oder einfach nur beschäftigt worden sind. Ich sehe darin kein Problem. Wäre ja noch schöner, wenn du nur hier herumlungern würdest, obwohl noch ein ganzer Berg Arbeit zu tun ist. Sieht man von der Beladung und der Bemannung einmal ab, laufen die Vorbereitungen für die Arche wie am Schnürchen. Jetzt müsste nur noch das Problem um den Ätherantrieb behoben werden. Ah, hier seid ihr also. Der Austausch zwischen den Loporit und Schalayan läuft ganz wunderbar. Ihre Anwesenheit sorgt teils für Erleichterung, teils spornt es die Arbeiter an, noch bis zur letzten Sekunde Anpassungen vorzunehmen. Living Way und die anderen wollten sich den Forschern anschließen. Ich habe sie gerade eben verabschiedet. Fürs Erste. Also fehlt jetzt nur noch das Edeladamantit. Alfino, hörst du mich? Krile hier. Das Warten hat ein Ende. Ruf alle zusammen und komm zum Hafen. Schnell! Ha! Wenn man vom Eufel spricht. Gehen wir. Meister Fu Shino, bitte verzeiht die Störung. Ich bringe dringliche Kunde. An Taliaks Pforte. Also, wie soll ich das am besten sagen? Dort ist das pure Chaos ausgebrochen. Wenn wir um etwas Platz bitten dürften. Das. Befugnisse. Bei den Göttern. Ist das alles? Was ist denn hier los? Piraten, Luftschiffe und weiß der Behemoth was noch? Und sie alle kommen mit Lieferungen? Besser spät als nie, was? Wie versprochen, dicke, fette Beute. Und die Henkershorde hat den größten Fang an Land gezogen, das sage ich euch. Weil ihr die Kisten aus Uldar und Gridania geladen habt, werdet nicht arrogant. Oh, Verzeihung. Das Herzoglein ist wohl ein schlechter Verlierer. Dabei warst du dir zu fein, Dalamut Splitter die Stirn zu bieten. Verleumdung. Bis zum Eingang bin ich gegangen. Außerdem habe ich mein diplomatisches Geschick spielen lassen und meine eigenen Piraten zum Beutezug gebeten. Luftpiraten nämlich. Schon klar. Jeder tut eben das, was er am besten kann, was? Und was soll man von einem Schnösel an einem solchen Ort schon erwarten? Steht vorm Eingang und pudert seine Perücke. Du Kleiner! Ja, sprich dich ruhig aus! Unter meinem Niveau ist das. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Lange ist es her. Hancock und Soroban, du bist auch gekommen. Selbstverständlich. Wir sind die Repräsentanten der östlichen Verbände und bringen göttliche Schätze, allagische Artefakte und mehr.
Ich habe die göttlichen Schätze mitgebracht. Senri ist auf der Suche nach Süßigkeiten nach Kugane gelaufen. Da hat er Hancock überhört, wie er darüber gesprochen hat. Also sind wir zum Reisenschrein gegangen, haben uns besprochen und entschieden, dass wir euch Homaru überlassen. Tencents liebstes Schwert. Ich wollte es den Piraten geben, aber vor allem Susaku und Seryu war das nicht geheuer. Sie sagten, dass sie mir folgen würden, bis ich das Schwert der Konföderation überreiche. Da war dann auch Hancock. Was für ein Glück, habe ich mir gedacht. Aber Seryu war das nicht genug. Ich muss es persönlich abliefern gehen, hat er gesagt. Es ist eine beachtliche Menge zusammengekommen, wie ihr seht. Weitaus mehr als erwartet. Und da alles schleunigst geliefert werden sollte, habe ich kurzerhand einen alten Bekannten darum gebeten, sein wunderbares Schiff borgen zu dürfen. Selbstverständlich lassen eure Freunde der Theatergruppe Majestas recht herzlich grüßen. Weiterhin richten sie aus, dass sie ihr traumhaftes Theaterschiff sehr gern für die aufregenden Abenteuer der Kriegerin des Lichts zur Verfügung stellen. Du liebe Güte, die göttlichen Schätze und derart viele allergische Artefakte zusammenzutragen, das muss eine ganze Menge Geld gekostet haben. Oh, fürchtet der junge Herr eine saftige Rechnung, wenn alles vorbei ist? Ich versichere, es besteht keinerlei Grund zur Sorge. Die Ostaldenat Handelsgesellschaft und ihr ehrenwerter Vorsitzender Lolorito Nanarito tun ihr Äußerstes, um, Zitat, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und eine rosige Zukunft zu sichern. Außerdem haben wir bereits eine beträchtliche Geldsumme vom Bund der Morgenröte erhalten. Eine großzügige Finanzierung, die all das hier erst möglich gemacht hat. Was ihr seht, ist letztlich allein euch zuzuschreiben. Eine großzügige Finanzierung? Hat da etwa jemand die Schatzmeisterin des Bundes unterschätzt? Ich bin doch kein Geizhals. Wenn ich investiere, dann richtig. Wozu denn sonst die ganze Mäßigung und all die anstrengenden Nebenerwerbe? Das allein war es aber nicht und stand diesmal auch eine äußerst großzügige Gönnerin zur Seite. Eine ganz wunderbare Dame, die den Bund der Morgenröte schon klammheimlich unterstützt hat, als er noch in den Kinderschuhen steckte. Mutter, du? Amelios. Entschuldigung. Ich bewahre Neutralität. Irgendwo muss das Geld schließlich hin. Wir können unseren Familientresor schlecht mit auf die Arche nehmen, oder? Unser Vermögen zurückzulassen wäre auch Unsinn. Und wenn es doch nützlich angelegt werden kann? Warum nicht? Wie um alles in der Welt wurde das Ganze in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Es ist ja längst nicht mehr nur das Ilsabad-Korps, das mitgeholfen hat. Ich sagte doch bereits, dass ich beträchtliche Kontakte vorzuweisen habe. Irmir, du hast Krile also geholfen? Nachdem wir uns im Labyrinthos das letzte Mal gesehen hatten, erhielt ich noch einen Brief von der werten Dame hier. In ihm legte sie mir die Ziele des Bundes der Morgenröte dar und bat um die helfenden Hände und die weitschweifenden Kontakte der Klauber, die ja nun die ganze Welt bereisen. Dies ist kein Verrat an Schalayan, das will ich betonen. All das Wissen, das wir über die Jahre gesammelt haben, darf gerne gen Mond geflogen werden.
Aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Wir, die das ganze Gestirn bereisen, um zu sammeln und zu katalogisieren. Es gibt noch so vieles, das wir nicht kennen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dem Bund zu helfen, sich gegen diese Apokalypse zu stemmen. Nicht, dass wir dadurch weniger Arbeit gehabt hätten. Zeit für Pausen gönnt uns die Morgenröte genauso wenig. Zu guter Letzt haben wir noch eine besonders essentielle Ressource aufgetan. Bitte sehr, die allerletzte Fuhre Helfer. Ich habe gehört, wir bauen ein Raumschiff? Ihr habt doch nicht gedacht, dass ihr uns aus einem solch monumentalen Projekt ausschließen könnt, wo die Metallwerke doch sonst bei allen Untergangsszenarien vertreten sind. Sid, schön euch zu sehen. Ganz recht. Die Garlons Metallwerke stets zu Diensten. Irgendwer muss ja schließlich die ganzen Berge Material in die Arche einbauen, nicht wahr? Krile hat uns damit beauftragt, Dalamuts Splitter in Mordona anzugehen. Allerdings hätten die verbliebenen Mitglieder des Bundes nicht ausgereicht, um all die Abwehrmechanismen auszuschalten. Glücklicherweise traten dann die Klauber auf den Plan und baten um Hilfe. So haben sich alle tapferen Schatzsucher in Frohe Halde zusammengetan und mit angepackt. Und stellt euch vor, unter ihnen war eine erstaunlich große Anzahl von Goblins. Schlafix ist gar mit einer kleinen Armee angerückt, ganz der Meister von Frohe Halde. Um den Gefallen zu erwidern, den ihr seiner Tochter Rundblocks einst erwiesen habt. Ha, die allergischen Abwehrmechanismen gegen die Maschinerien der Goblins. Das war vielleicht ein Anblick. Es hat gar nicht mehr aufgehört zu krachen und zu poltern. Und was treibst du hier mit deinem zweibeinigen Ich? Wir sind noch immer im Weltuntergang, also kann es wohl keine vergnügliche Kreuzfahrt sein. Um euch noch einmal persönlich meinen Dank auszusprechen. Dafür, dass ihr euch in Garlemald so beherzt um den Schutz der Unsrigen bemüht habt. Sie mögen zwar beschlossen haben, die Insel zu verlassen, doch sie sind und bleiben Landsleute und damit Schätze Razzatars. Ich bin ungemein erleichtert, dass nicht alle ihr Leben in Eis und Schnee lassen mussten. Zumal mir zugetragen wurde, dass ihr diese Apokalypse nicht widerstandslos hinnehmen wollt. Und als ein Kind dieses Gestirns liegt es mir sehr am Herzen, euch nun in diesem Kampf zu unterstützen. Ihr erinnert euch sicher, als ich das letzte Mal von meinem Vater sprach. Midgard Sommer, der Drache, der zwischen den Sternen flog. Seine Schuppen absorbierten den wenigen Äther, der zwischen den Sternen strömt, und wandelten ihn in eine tragende Kraft. Sie ließ ihn diese immense Reise wohl erst bewerkstelligen. Wenn ihr nun also ein Schiff bauen wollt, das durchs Sternenmeer segeln kann, so würde ich euch gerne die Schuppen meines Vaters überlassen. Die Entscheidung liegt jedoch nicht allein bei mir. Mit meinem Ruf befragte ich die meines Blutes. Ich erhielt keine Antwort von Ashtaya, wie üblich. Tiamat stimmte zu. Auch Resvelgar ließ sein Ja erscheinen. Selbst mein Vater wachte für einen Wimpernschlag aus seinem tiefen Schlaf, um mir seinen Segen zu geben. Dann soll es so sein, sprach er zu mir. So bringe ich euch heute die Schuppen des Urdrachen, des Hüters. Auf dass sie zu der Kraft werden, dem Ende so gegenüberzutreten, wie es euch vorschwebt. Und wir helfen euch dabei, die Schuppen korrekt einzusetzen. Dank der Forschung um die Seelenwächter haben wir auf diesem Gebiet ja nun reichlich Erfahrung. Ist ein Wunder geschehen? Natürlich kann ich nichts versprechen. Aber wenn ich mir das ganze Material so ansehe, das ihr organisiert habt, dann sollten wir die mickrigen 6% mit Leichtigkeit knacken können.
Und nicht nur das! Warum nur zum Mond fliegen, wenn man so auch die entferntesten Sterne erreichen könnte? Wir werden ihn bauen, den großartigsten Ätherantrieb aller Zeiten. Es lässt sich nur schwer abstreiten. Der Bund der Morgenröte hat seinen Teil des Abkommens erfüllt. Vater? Ich weiß nicht, was ihr beiden im Gespräch mit Heidelin zu finden hofft. Und ich weiß auch nicht, wozu ihr die Arche benutzen wollt. Sicher ist nur eines. Das Spiel mit Beiderlei hat eine direkte Auswirkung auf das Schicksal des Gestirns. Die Zukunft unzähliger Leben steht auf Messerschneide. Ein falscher Schritt und die Konsequenzen sind verheerend. Seid ihr euch dieser immensen Verantwortung bewusst? Sind wir. Wir können. Nein, wir werden diese Welt retten. Sie ist unser Zuhause und bedeutet so vielen Leuten so unendlich viel. Ihr Wohl setzen wir nicht leichtfertig aufs Spiel. Dann tragen wir diese Verantwortung gemeinsam. Was auch immer ihr im Sinn habt, meine Kinder, wir tragen sie gemeinsam, als Familie. Als ihr beide gerade erst frisch auf der Welt wart und ihr eure winzigen Händchen um meine Finger geschlossen habt, da dachte ich, mir zerspringt das Herz in der Brust. Ich war völlig überkommen von einer unbeschreiblich tiefen Liebe und blindem Glück. Und dann war da eine Entschlossenheit in mir, die sich beinahe wie Wut anfühlte. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits Mitglied des Rates und wusste um die Prophezeiung der letzten Tage. Und ich schwor, dass ich eure Zukunft nicht an dieses Unglück verlieren würde. Seither arbeitete ich wie im Wahn und setzte alles daran, die Flucht zum Mond zu ermöglichen. Es kümmerte mich nicht, was ich opfern würde und welche Brücken ich dafür einreißen musste. Mich trieb die Angst, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Nur eines war ich nie bereit aufzugeben. Den großen Louisois, meinen Vater. Ihr wisst selbst, dass er die Philosophie Schalayans anders auslegte. Je älter ich wurde, desto alberner kamen mir seine Perspektive und sein Streben vor. Bis ich irgendwann überzeugt davon war, dass er ein alter Dummkopf ist. Und doch, tief in mir hoffte irgendetwas darauf, dass dieser großartige Mann ein unorthodoxes Manöver bereithalten und uns so die Rettung bringen würde. Deswegen habe ich euch nie aufgehalten, ihm nachzueifern. Und dann starb er. Im fernen Cartenot, weit weg von zu Hause, ohne seine Familie. Als ich das Verkeilungsschiff barg, das im Nordmeer gelandet war, da ergriff mich abermals feurige Entschlossenheit. Ich musste euch beschützen, komme was wolle. Und diesmal ohne Kompromisse. Selbst wenn ich euch damit zum Feind werden würde. Es kümmerte mich nicht, wie sehr ihr mich dafür hassen würdet. Ich würde den Plan zu seinem Ende führen und euch letztlich mit mir zwingen. So dachte ich zumindest. Wie einfältig ich war. Ihr seid mehr gewachsen, als ich es mir je vorzustellen gewagt habe. Mit beiden Beinen fest im Leben verfolgt ihr nun eure eigenen Ziele.
Ich dachte, ich müsste euch beschützen. Dabei seid ihr selbst längst zu Beschützern anderer geworden. Da hast du recht. Es gibt so viele Dinge, die uns teuer sind und Leute, die uns am Herzen liegen. Sie sind allesamt unersetzlich. Es muss ein steiniger Weg gewesen sein, all diese Bindungen zu knüpfen. Bei Taliak, wie weit ihr gekommen seid. Ich bin so stolz auf euch. Davon erzählen wir dir sehr gern, wenn alles vorbei ist. Von allem, was wir erlebt haben. Und von dieser harten, aber herzlichen Welt. Unzählige Geschichten haben wir für dich. Du liebe Zeit, euer Herr Vater war bis vor kurzem noch derart um euch besorgt, dass er sich nicht einmal an eure Briefe getraut hat. Meinst du, du verträgst ihre Reisegeschichten überhaupt? Amelions. Ich will mich außerdem bei euch für mein doch sehr garstiges Benehmen entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, so glaubte ich, dass sich meine Kinder vor allem wegen des Bundes fortlaufend in Gefahr brachten. Insbesondere dein Einfluss auf sie war mir ein Dorn im Auge. Aber letztlich bist du es, der sie so viele ihrer Erfahrungen verdanken. Und ohne dich hätten wir uns heute wohl nicht so zahlreich zusammengefunden. So danke ich dir. Und bitte habe auch weiterhin ein wachsames Auge auf meine beiden. Nun, dann schlage ich vor, wir bringen den Stein ins Rollen. Ein jeder hier ist bereit, zur Tat zu schreiten. Wie wäre es mit einer kleinen Ansprache zum Auftakt? So viele Leute hier blicken schließlich zu dir auf. Die nötigen Anweisungen geben, um eure vielfältigen Expertisen voll und ganz auszuschöpfen. Wir danken euch allen für die Mithilfe. Thank you.
Thank you.
Seid bereit! Ich war schon bereit, als ich in diese Welt kam. Gemeinsam sind wir stark. Sind das böse Gedanken, die sich da manifestieren?
nicht zu spät. Thank you.
nicht. Hinab ins Nichts mit euch. Yeah.
Träume, Hoffnung, Zukunft. Es gibt sie nicht. Nirgendwo! Nicht. Was denn? Bringst du es nun endlich zu Ende? Dein Mitleid ist jetzt genau das, was ich brauche. Es treibt mir die Galle hoch. Tilge meine Seele bis auf den letzten Rest. Name. In Apis. Das warst also du an Emmetzels Seite. Nicht zu fassen. Als ich noch Ammon war, hatte ich immer wieder denselben Traum. Zerrissen und unvollständig, sich dauernd wiederholend. Die Akteure nur unförmige Schemen, als hätte ich ihre Stimmen und Gesichter längst vergessen. Nur zwei Dinge blieben mir nach einem solchen Traum vage im Sinn. Ein Ort namens Elpis. Und der Name, mit dem ich gerufen wurde. Hermes. Ich hielt es selbstverständlich für ein Hirngespinst. Nie war ich an einem solchen Ort und auch der Name war mir fremd. Doch dann wurde ich ein Aschchen und übernahm den Sitz des Van Daniel. Plötzlich fügten sich alle Teile zu einem Ganzen. Was ich für einen Traum hielt, waren die Erinnerungen dieses Hermes. Ausgelöscht vom Kairos. Damals überschrieb er die Gedächtnisse aller Anwesenden. Doch der Äther überstrahlte ihre Gedanken und Eindrücke so intensiv, dass sie sich tief in ihre Seelen brannten. Der Tod wäscht alle Erinnerungen fort. Nur diese sind nie gänzlich verschwunden. Das Wissen ist über die Jahrhunderte zwar reichlich ausgeblichen, aber irgendwann, nach unzähligen Leben, kam es bei mir an die Oberfläche. Emmetzel ist also auch endlich tot, sitzt im Sternengrund und entsinnt sich nun selbst seiner verlorenen Tage, nicht wahr? Er muss entsetzlich frustriert sein. Nicht nur, dass er das Ende nicht verhindern konnte, so sehr er sich auch bemühte, nein. Er griff auch fortan nach einem Paradies.
dessen fauligen Kerns er sich gar nicht mehr gewahr war. Aber ich sehnte mich nicht an Hermes Stadt nach dem Ende. Nein, ich lebte als ich selbst. Ich litt als ich selbst. Es ist mein Herz, das nach Hoffnung suchte und nur Verzweiflung fand. Ein einstmals großer Herrscher und sein einstmals großes Reich schenkten mir diese Wahrheit. Denn am Ende wartet bloß das Nichts. Und das Leben ist letztlich nur eine Reise gen Vergessenheit. Also, warum überhaupt leben? Warum das ganze Leid? Wir zertrampeln, vertrümmern, ermorden uns gegenseitig und wofür? Das ach so wunderbare Leben wird in unzähligen Liedern besungen. Doch hinter dieser Fassade ist das Dasein von Düsternis geprägt. Eine Düsternis, die wir selbst überall hinspeien, wohin wir nur gehen. Ein Trauerspiel, wahrlich. Ist es nicht an der Zeit, dieses Possenspiel zu beenden? Auch wenn man von den Bewohnern dieses Planeten in ihrer endlosen Einfalt keinerlei Einsicht erwarten darf. Das Ende ist dennoch der einzig wahre Weg. Und obwohl ich weiß, dass dies die ungetrübte Wahrheit ist, warum schmecken die Worte dann so bitter? Als reiße jedes einzelne ein Stück aus mir heraus. Wonach soll ich denn sonst streben? Was will ich? Auf was habe ich gewartet? Nach welcher Antwort sehnt es mich? Du willst doch nicht etwa mit einem Toten debattieren? Das wird ihm und seiner Reue nämlich auch nicht helfen. Weißt du, dies hier ist der Ort, an dem wir alle in ruhigem Schlummer sinken sollen. Unsere Erinnerungen und Gedanken schwinden dahin, um unsere Seelen zu heilen. Aber einige finden einfach keinen Frieden. Ihr einstiges Leben lässt sie nicht los. Und so sitzen sie im Sternengrund und starren unablässig auf die Spiegelung der Gegenwart. Ich zum Beispiel. Ich musste mit ansehen, wie sich Ungeziefer in meinem Körper eingenistet hat. Asai? Wer hat dir das Recht gegeben, mich bei meinem Vornamen zu rufen wie eine alte Bekanntschaft? Zumal ich euch wirklich nichts zu sagen habe. Ich bin tot. Mir ist egal, was mit dieser Welt passiert. Tatsächlich hätte ich nichts dagegen, wenn alles in einem großen Spektakel zugrunde ginge. Und diese Heldin hier ordentlich leiden müsste. So gesehen ist es eine Ehre, dass gerade mein Körper eine Hauptrolle dabei spielen durfte. Auch wenn ich schlecht hätte widersprechen können.
Tote können sich ja bekanntlich nicht beklagen. Aber du hast Prinz Zenos, meinen Herrn und Meister, mit meinem Körper hintergangen. Mag mir alles andere auch egal sein. Dieses Verbrechen wirst du mir büßen. Du wirst hier ruhen. Mit mir. Für dich wird es keine Antworten geben. Nicht einmal das Ende deiner ach so ersehnten Apokalypse wirst du miterleben. Und selbst wenn du irgendwann wiedergeboren werden solltest, so wartet nur noch mehr Leid auf dich. Leid, wohin du dich auch wendest. Leid, das deiner Seele selbst anhaftet. Zurück. Ich werde mich auch nicht entschuldigen. Hermes Reue. Die Worte, die er dir gerne gesagt hätte, sie behalte ich bei mir. Und stelle sicher, dass sie auf ewig unausgesprochen bleiben. Ihr so freundlich, euch im Sternengrund nicht mehr blicken zu lassen, solange ich hier verweile? Eure Gesichter selbst nach dem Tod noch ertragen zu müssen, ist eine wahre Qual. Selbstverständlich. Wir werden dich nicht weiter behelligen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gehen wir. Heidelin wartet. Unserer beiden Zeitalter. Hier und jetzt. Ich verstehe. Nun denn, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist euer Begehr? Heidelin, du hast den Mond als Fluchtschiff vorbereitet. Sollten die letzten Tage erneut über das Gestirn hereinbrechen. Aber war das wirklich alles? Die einzige Lösung? Wir wollen nicht fliehen. Vielmehr wollen wir diesen Planeten retten. Ihn und all seine Splitter. Nun,
Die Flucht ist stets nur einer von zwei Wegen. Nie aber der einzige. Der andere Pfad führt euch ans Ende des Universums. In Metheons Nest. Es ist die Option der direkten Konfrontation mit jener, die das Ende herbeisehnt. Aber seid gewarnt. Jener Raum besteht aus dem Dynamis. Der Kraft, die sie formt und webt, wie es ihr beliebt. Ganz gleich, wie mächtig eure Zauber sind oder wie stark euer Äther. An einem Ort, an dem ihre Gefühle und Gedanken herrschen, werden sie euch nicht helfen. Wenn ihr euch der geballten Verzweiflung, dem Leid und dem Kummer, der in ihrem Nest ruhenden Sterne nicht widersetzen könnt, so ist euer Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Es wird euch verschlingen, mit Haut und Haar. Soweit werden wir es nicht kommen lassen. Zumindest glaubte ich das einst. Doch auf unseren Reisen ist es uns unzählige Male passiert, von einem Kummer gelähmt zu sein, der das Herz zu zerfressen droht. Diese Momente zu verneinen, wäre nicht nur unrecht. Wir könnten es auch gar nicht. Und so weiß ich nicht, ob wir der Probe tatsächlich gewachsen sind. Bleibt uns also wirklich nur die Flucht? Nein. Eben diese Erfahrungen sind euch wieder und wieder zu eurer größten Stärke geworden. Im Laufe der Geschichte haben schon viele Gestirne nach einem Paradies ohne Leid und Kummer gestrebt. Planeten, die weitaus prächtiger blühten als Etheris. Sie alle haben es versucht. Und sie alle sind gescheitert. Den Berichten Metheons zufolge gab es nicht ein Gestirn, das die Furcht und die Wut, den Schmerz und das Leid, den Hass und die Zerstörung von seinem Antlitz tilgen konnte. Das liegt nahe, dass sie ein fester Bestandteil unserer Existenz sind. Facetten, ohne die das Bild des Lebens sich nicht zu einem Ganzen fügen würde. Ganz gleich, wie sehr wir nach Perfektion und Glückseligkeit streben. Das Leben und die Verzweiflung gehen Hand in Hand. Doch dies sind zwei Seiten derselben Medaille. Auch die Verzweiflung kann nicht ohne das Leben und seine Hoffnung bestehen. Ihr, die ihr hier vor mir steht, seid doch selbst der beste Beweis dafür, nicht wahr? Deine Weltanschauung zerbrach einst an deinem Streben nach der absoluten Gerechtigkeit. Noch während du vor ihren Scherben standest, reichten dir jene, die stets an deiner Seite weilten, die Hand. Deine Stärke allein reichte oft nicht aus, um deine Wünsche zu tragen. Dort, wo du an deine Grenzen stößt, wartet jedoch stets eine Vertraute, die dich zu beflügeln weiß. Du vermochtest nicht zu schützen, was dir teuer war, und ein geliebtes Leben rann durch deine Finger. Doch eben diese Liebe wurde zum Nährboden neuer Hoffnung. Für dich und für andere. Wo dir die Worte den Dienst versagen, da sprießt das Leid in dir. Nur gab es immer jene, die gar keiner Worte bedurften, weil sie die Sprache deines Herzens sprechen. Die Wahrheit ist schnell verzerrt und umso schneller verloren. Dies hält dich jedoch nie davon ab, den widrigsten Umständen zu trotzen und nach verborgener Weisheit zu suchen. Der Hass verbrannte Schwingen wie Schwerter und zu guter Letzt dich selbst. Zurück blieb allerdings nicht nur Verwüstung. In weißer Asche glomm ein heilender Funken Wärme.
Deine Verzweiflung türmte sich im Angesicht einer verheerenden Katastrophe. Doch dein unbeirrter Glaube an einen neuen Morgen und eine andere Zukunft schürte letztlich den Mut zur Entschlossenheit. Du, auch du wurdest gebrochen. Wieder und wieder. So viel Leid hast du erdulden müssen. So viel Verantwortung auf deinen Schultern getragen. In den bittersten Momenten hältst du inne und denkst an den nächsten Schritt deiner Reise, nicht wahr? Oder die nächste Begegnung, die auf dich wartet. Und dann erhebst du dich, wissend, dass du unzählige Hoffnungen mit dir trägst. Bei jedem Schritt mit der Verzweiflung ringend, schreitet ihr voran. Und des nahenden Endes stets gewahr, habt ihr doch bis heute nicht innegehalten. Eure Reise ist ein Testament eures Willens. Sie ist die Stärke, die euch zum Widerstand gegen jene wird, die das Lied des Endes singt. Du traust uns also zu, den Untergang aufhalten zu können? Wenn nicht ihr, wer dann? Allerdings... Bis zum Ende der Sterne zu reisen, ist eine kolossale Aufgabe. Ihr habt nur einen Versuch. Solltet ihr scheitern, ist alles verloren. Und so muss ich, der Wille des Planeten, euch nun auf die Probe stellen. Zeigt mir, dass in euch das Feuer des Lebens brennt. Der Wille, bis zum Ende zu gehen. Ganz gleich, wie oft ihr dabei in die Knie gezwungen werdet. Ganz gleich, wie sehr es schmerzt. Hier vor einer einzelnen uralten Göttin, so erwartet euch am Rand des Universums der sichere Tod. Dann lasst dieses Gestirn hinter euch und flieht weit, weit fort von hier. Nun, dann los! Diese Prüfung beweist ein für alle Mal, was wir uns hier aufgeheißt haben, Freunde. Und selbst die trickreichste Täuschung würde hier nicht funktionieren. Aber die haben wir ja ohnehin nicht nötig, habe ich recht? Und aufgegeben wird erst recht nicht. Ich werde stützen und stärken, wo ich nur kann. So bescheiden meine Künste auch sein mögen, so habe ich sie doch genau zu diesem Zweck geschliffen. Sind wir nicht alle voller Zuversicht? Euch ist aber schon bewusst, dass wir es hier mit dem Willen des Gestirns selbst zu tun haben, ja? Aber ich gebe zu, dass auch mir nicht nach einer Niederlage ist. Das wir in uns tragen. Für die Zukunft des Planeten. Nein, des Lebens selbst. Richtung! In Elpis konntest du mir keine Antwort geben. Also fordere ich sie jetzt. War deine Reise eine gute? So zeig es mir. Beweise es mit einem Sieg.
Erzwille des Planeten und die letzte der Alten will ich nun über euch und eure Stärke richten. Nach! Find keine
dem Schwerte. Lichtkristalle zu mir. Jetzt komme ich!
Doch. Oh nein, deine Kräfte! Ach, als Wille des Planeten und Wächterin über die Zukunft hatte ich mir genügend Kräfte gespart, diesen letzten Kampf zu Ende zu bringen. Nun ist es gut. Ihr wurdet rechtens geprüft und habt rechtens gesiegt. Bitte beantworte mir noch eines, bevor wir aufbrechen. Du hast Aetheris damals in 14 Welten zerschlagen, weil Geschöpfe von schwachem Äther das Dynamis leichter manipulieren können, nicht wahr? Du konntest es nicht zulassen, dass das Leben im Angesicht der letzten Tage noch einmal kapitulieren würde. So hast du gehofft, dass wir lernen, der Verzweiflung standzuhalten. Nein, du hast sogar fest daran geglaubt. Als das nach deinem Schlag neu geformte Leben diese Hoffnung erfüllte, wusstest du, dass der Zweck die Mittel geheiligt hat. Eines Tages würde es jemanden geben, der bereit ist, bis zum Rand der Existenz zu reisen und das Ende aufzuhalten. Liege ich damit richtig? Nun, wie man es auch dreht und wendet, all mein Wirken war letztlich eine Prüfung. Vieles wurde dadurch zerstört und oft zog es tiefes Leid nach sich. Es verdient weder freundliche Worte, noch kann es gerechtfertigt werden. Doch Zodiacs Macht war derart überwältigend. Hätte ich mich nicht aller Mittel bedient, inklusive des Planeten selbst, wäre der Kampf verloren gewesen. Letztlich zählt nicht, was ich getan habe. Nur, dass ihr mich überwunden habt. Und nun lege ich alles Schicksal in eure Hände. Gemeinsam mit dem Schlüssel zur finalen Konfrontation. Dies ist eine Aufzeichnung von Metheons Pfad durch den Himmel. Ich selbst habe ihn berechnet. Die Loporit sind des Navigierens durch das Sternenmeer mächtig. Sie werden die Koordinaten zu entschlüsseln wissen und euch zu ihrem Nest führen. Aber werden wir auch tatsächlich dort ankommen? Der Flug zum Mond scheint eine Leichtigkeit im Vergleich zu einer Reise bis an den Rand des Universums. Im Gegensatz zu Metheon können wir uns für eine solche Reise nicht einfach das Dynamis zunutze machen. Richtig. Nutzt man Äther als Antrieb, bedarf es einer exorbitanten Menge, um eine derartige Distanz zurückzulegen. Doch ihr seid euch der Lösung dieses Problems sicherlich bereits gewahr. Ist das dein Ernst? Mein Vollster, ja. Seitdem ich der Wille des Planeten bin, habe ich den Äther des Sternengrunds nach und nach kristallisiert. Denjenigen, die der Kraft des Transzendierens mächtig sind, ist sein Anblick wohl bekannt. Da wo mir eine physische Form fehlt, repräsentiert er den Willen des Planeten. Der Urkristall.
Er ist unser allerletzter Widerstand, der uns den entscheidenden Vorsprung sichert. Er wird euch ans Ende der Sterne tragen. Leider ist dies auch das Letzte, was ich für euch tun kann. Der Finsternis, die euch am Ende des Weges mit Kummer zu ersticken droht, müsst ihr euch alleine stellen. Und so denkt stets an eins, meine Kinder. So wie aus des einen Freude eines anderen Kummer erwächst, so ist es euch auch möglich, inmitten der Wogen der Verzweiflung dennoch die Hoffnung in euch zu tragen. Und auch an dich will ich noch ein letztes Wort richten. Tritt bitte ein Stück näher. Seit ewiger Zeit und bis zum heutigen Tag habe ich fieberhaft nach einem Weg gesucht, diesem Gestirn eine Zukunft zu schenken. Ich vermag nicht zu sagen, wie oft ich dabei selbst gefährlich nahe am Abgrund der Verzweiflung gewandelt bin. Und jedes Mal haben mich die Geschichten deiner Abenteuer mit neuem Mut beflügelt. Ebenso wie das Versprechen, das wir uns gaben. In einer dir gänzlich fremden Welt hast du beherzt nach deinem Glück gesucht. In einer dir gänzlich fremden Zeit, doch mit aller Macht um ihre Zukunft gerungen. Bright as a star, oh, I have awaited you patiently. Das allein hat den Glauben an das Leben so, so oft neu in mir entfacht. Es ist nur ein kleines Wörtchen, aber ich spreche es doch aus tiefstem Herzen. Du trägst Azems Kristall stets bei dir, nicht wahr? Die Mächte, über die ich als Heidelin gebiete, sind der Stillstand, die Ruhe. Das, was das Leben hält, wenn du so willst. Kombiniert mit Azems Macht sollte es dir möglich sein, das Verborgene zu rufen und ihm Gestalt zu verleihen. Wenn auch nur begrenzt. Selbst jene, die längst keinen Körper mehr ihr eigen nennen, werden deinem Ruf folgen. Ganz ähnlich der Seelen des Sternengrunds. Aber sei dir einer wichtigen Sache gewahr. Azems Kunst ist keine simple Magie. Vielmehr beruht sie auf deinem eigenen Willen, der erst Gestalt annehmen wird, wenn du einen innigen Wunsch im Herzen trägst. Schreite festen Schrittes auf dein Ziel, deines Herzens größten Wunsches folgend. Dann, nur dann werden jene Mächte sich entfalten. Das waren die Worte der Schöpferin dieser Magie. Was ich dir auf den Weg mitzugeben weiß. Bitte, ein letztes Versprechen. Trag sie mit dir, die Antwort des Lebens, geformt aus unendlich vielen Schicksalen, unendlich vieler Zeiten. Wir werden nicht vergehen, schleudert sie der Endsängerin entgegen und bringt ihr Lied zum Verstummen. Doch noch verbleibt Hoffnung in mir.
auf dass meine Gebete auf ewig eine schützende Hand über euch halten mögen, meine geliebten Kinder.